Da, da, da. So, und los geht's. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Servus, liebe Abonnenten, ich grüße euch. Wir haben extra einen Tag vergehen lassen, damit die Einschaltquote steigt, damit ihr alle denkt, hey, die haben extra gewartet, weil ein neuer Trainer kommt. Servus Max. Hallo Rolf. Und weil zwei von uns dreien beim Super Bowl in der Nacht an den Fernseher gefesselt waren und deswegen wollten wir nicht so früh aufstehen, das kommt noch dazu. Das ist eigentlich der Grund. Tom und Max haben sich Super Bowl angeschaut. Tom ist immer noch am Schlafen, deswegen ist er noch nicht da. Wird hoffentlich gleich einfach hier bei uns ins Podcast-Studio reinstürmen. Max und ich haben uns gerade schon über das Spiel unterhalten gegen Wolfsburg. Wir beide haben festgestellt, dass die, sag ich mal, die ersten 15, 20 Minuten relativ ordentlich waren, weil wir jetzt auch nicht irgendeine Lullipalli-Mannschaft da zu Gast hatten. Das war Wolfsburg, die wirklich im Moment alles fast gewinnen. Ja. Der Rest war dann nicht mehr so gut. Ja, genau. Haben sich ja ein paar Leute darüber aufgeregt, dass Herrlich dann gesagt hat, wir hätten die erste halbe Stunde sehr gut gespielt. Ich glaube, du hast recht, wir haben ordentlich gespielt in der ersten halben Stunde und du hast vor allem recht mit Lullipalli-Mannschaft. Das ist wirklich ein schöner Begriff, den ich so noch nie gehört habe. Trifft es aber ganz gut, denn leider waren in dem Spiel dann in der zweiten Halbzeit wir die Lullipallis und Wolfsburg hat halt einfach so gespielt wie jetzt alle Spiele und deswegen sind sie auch absolut Champions League verdächtig. Ja, es gab dieses erste Tor, da hat man gesehen, okay, weiß nicht, haben wir geschlafen oder war es einfach genial rausgespielt? Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Weghorst hat wieder zugeschlagen. Es war, glaube ich, kurz vor der Halbzeitpause, 38. oder sowas. Ja, schönes Tor. Ein geschickter Pass und er war alleine vor Rafal und das war es dann schon. Ja, also ich habe es nicht gesehen, dieses Tor live, weil bei mir war es eben so, ihr wisst ja, wir streamen Sky Go bei uns zu Hause in der Hammerschmiede. Mhm. Und da war leider das WLAN weg, denn wir streamen mit dem Laptop WLAN und genau in dem Moment, wo wir eigentlich tatsächlich, und deswegen weiß ich es auch noch so genau, mein Sohn, der fette Helmut und ich haben darüber geredet, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind im Moment. Ja. Wir waren im Angriff, das Bild war weg. Dann ist er, der Sohn, vorgetölpelt zum Laptop, hat versucht zu refreshen und in dem Moment schaut er dann auf sein Handy und sagt, Tor. Und ich denke mir, geil, weil wir waren ja gerade im Angriff. Ja. Habe aber vergessen, dass wir vor zwei Minuten im Angriff waren wegen der Verzögerung. Und dann war eben das Tor durch Weghorst, einem der besten Stürmer der Bundesliga. Und dann war es eigentlich schon fast klar, dass wir dieses Spiel, dass wir da nichts mehr holen, weil die Zeiten, in denen wir Rückstände umgedreht haben, sind halt leider auch jetzt schon lang vorbei. Dann gab es noch dieses Abseits-Tor von Baku. Das war aber im Nachhinein zu sehen, dass es war einfach abseits und dann hat er einfach das nächste gleich gemacht und dann war es tatsächlich das 0-2. Ja, und spätestens da hat man gemerkt, irgendwas muss jetzt passieren. Weißt du, wie der im Vornamen heißt, Rolf, der Baku? Riedle, gell? Weißt du, warum? Nein. Er ist tatsächlich so, dass wegen Karl-Heinz Riedle? Ja, dass er sich den Künstlernamen hat eintragen lassen. Nein. In seinem Pass, weil er eben ganz, oder seine Eltern ganz große Riedle-Fan war, der eine Augsburger Verbindung hat. Deswegen heißt der Mann Riedle Baku. Auch ein guter Einkauf, den Wolfsburg ja von Mainz getätigt hat Anfang der Saison. Ja. Dann gab es noch die ein oder andere Video-Assistant-Referee-Situation. Wir können froh sein, dass wir nicht noch mehr bekommen haben. Es waren halt nochmal Abseitstore, sonst wäre es vielleicht auch noch höher ausgegangen insgesamt. Aber jedes Mal ums Arschlecken übrigens. Also das waren echt, da hatten wir wirklich Glück und das war die zweite Halbzeit, war wirklich, wie wenn man das Lamm auf die Schlachtbank oder die Weihnachtsgans zum Ofen führt. Es wurde nochmal fleißig gewechselt, Hahn raus, Vargas rein zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Aber es war wieder so, dass wir irgendwie vorne nicht wirklich zwingende Chancen hatten. Ja, kein Tor geschossen. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht mehr so richtig groß drüber reden. Ich für meinen Teil habe die Hoffnung verloren, dass das irgendwie in den nächsten Zeiten in dieser Konstellation so wird, dass wir auf einmal der Tom kommt. Ist da. Alte Schneefräse. schneit draußen. Wir haben Winter. Tom, alles gut? Nein, Entschuldigung. Du hast auch Glück übrigens. Wir sind gerade dabei, noch kurz das Spiel zu analysieren, sind damit auch gleich fertig. Ach, schön. Und wenden uns dann anderen Themen zu. Also wie gesagt, in der Konstellation wird es meiner Meinung nach nicht mehr besser und das, was wir eben im Moment anbieten, das spottet jeder Beschreibung und ich verstehe tatsächlich die wütenden Fans
Und ja, es muss schon irgendwas Grundlegendes passieren, weil so wird es dann immer enger. Du hast ja gerade selber mit dem Blick auf die Tabelle gesehen, dass die Polsterchen ein bisschen schmelzen. Was wir aber auch schon vor einigen Ausgaben gesagt haben, dass das wahrscheinlich passieren wird. Jetzt hat auch Köln wieder ganz gut gespielt und Mainz wieder ganz gut gespielt und die kommen jetzt immer näher. Bielefeld hat noch ein Spiel. Bremen auch. Gegen Bremen, ja, genau. Ja, du sprichst es jetzt an. Es muss was passieren. Was kann passieren? Der Kader wird jetzt nicht mehr ausgetauscht. Ja, also? Es spreche ja nicht nur ich an, es sprechen ja alle an. Also die Fans des FCA sind sehr, sehr unzufrieden mit Heiko Herrlich. Ich bin's auch. Ich weiß es nicht, wie es mit euch zwei ist. Ja, schwierige Gemengelage insgesamt. Also das nur am Trainer festzumachen, ist mir persönlich zu einfach. Ne? Ja. Nein, ist mir persönlich zu einfach, weil also dann waren auch die letzten Trainer immer schuld daran, dass es spielerisch nichts wurde. Und es sind so viele Faktoren, wahrscheinlich habt ihr alle schon durchgesprochen, ich muss jetzt da gar nicht mehr drüber sprechen. aber ich glaube, es ist eine ganz schwierige Situation in dieser Corona-Saison, sich so aufzustellen, dass man motiviert in jedes Spiel gehen kann. Der FC Augsburg bietet seit Wochen eine spielerische Leistung an, die nicht Anlass gibt dazu, dass die Mannschaft sich selber aus dem Tal herauszieht. Mhm. Deshalb müsste es logischerweise das Umfeld, also die Fans machen, die haben keine Chance, das zu machen. Und oder es ist halt der Trainerstab und es ist so der Staff. Und da scheint es auch schwierig zu sein. Das heißt, für mich ist es nicht alleine ausschlaggebend dafür, dass dass der Trainer irgendwie gar nichts kann. Mhm. Aber natürlich ist er der Gesamtverantwortliche für diese Situation, gemeinsam mit Stefan Reuter, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und es ist eine ganz schwierige Lage, weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft überhaupt nicht mehr in ihre eigene Stärke vertraut. Und wenn man dann auf die Tore guckt, die wir in dieser Saison insgesamt erzielt haben, dann sind das 4 Tore von André Hahn, 4 Tore von Daniel Caligiuri. Caligiuri ist seit 8 Spielen ohne Torbeteiligung. Ja. So, und dann haben die sich alle gesammelt in einen spielerischen Komplett-Lockdown gekickt, seit Wochen. Und da rauszukommen, ist eine schwierige Angelegenheit. Und ob dafür aber alleine der Trainer verantwortlich ist, das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu wenig jetzt gerade an der Mannschaft dran, auch an dem Verein dran, kann zu wenig die Trainingsleistungen oder die, sagen wir mal, auch die Trainingsgestaltung beurteilen. Aber klar, also wenn du so eine Bilanz ablieferst, dann sind schon andere Trainer in den vergangenen Jahren mit weniger entlassen worden, keine Frage. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja tatsächlich auch so, es gibt ja jetzt momentan nur diese eine Möglichkeit, um kurzfristig was zu ändern. Ich glaube, wir drei sind uns auch einig, dass es vielleicht im Moment keinen Kandidaten gibt, den man installieren könnte, um dann schon auf die Zukunft, für die Zukunft zu planen. Ja, wen auch. Deswegen geht es jetzt ja darum, und das ist ja auch was, auf was sich die Presse und die Fans kaprizieren. Was macht man, wenn man mit Herrlich unzufrieden ist, was macht man den Rest der Saison, was für eine Lösung präsentiert man da? Mhm. Und da waren jetzt die Namen, um es ganz klar zu sprechen, die Namen Weinzierl im Gespräch, es war der Name Armin Fee im Gespräch und es war der Name Manuel Baum im Gespräch. Ja, genau. Und da würde mich schon interessieren, was ihr dazu sagt, denn für mich sind es ja so 0815 Lösungen, die auf der Hand liegen. Alle drei hatten schon mal was mit dem FCA zu tun. Da gibt es dann den Spruch mit dem aufgewärmten Kaffee. Armin Fee beispielsweise war zweimal in seiner Karriere richtig gut. Das war einmal beim ersten Mal in Stuttgart und einmal beim ersten Mal in Frankfurt. Mhm. Der ist seit 7 Jahren war der nirgends mehr als Trainer verantwortlich. Über Markus Weinzierl, den ja alle feiern wie einen Gott, kann ich nur so viel sagen, dass Markus Weinzierl eine Zeit in Augsburg hatte, übrigens auch erst nachdem Stefan Reuter kam. Vorher hatte er nämlich 9 Punkte in der Vorrunde zusammengebracht, war faktisch gefeuert von Sainz. Und Reuter hat dann gesagt, nein, wir behalten den, wir schauen, wie es weitergeht. Das war aber zu einer Zeit, als Markus Weinzierl noch hungrig war, noch Geld verdienen musste und um jeden Preis sich in dieser Etage des Profifußballs etablieren wollte. Was danach passiert ist, Schalke, Stuttgart, ruft in Schalke an oder auf Schalke, ruft in Stuttgart an und fragt mal, wie zufrieden man eben mit ihm war. Er wollte ja auch unbedingt aus Augsburg weg. Ja. Verstehe ich gar nicht, dass man die Personalie überhaupt diskutiert. Aber Manuel Baum ist ja auch noch nicht so lang weggefühlt. Und wir alle kennen noch die Sprüche, Baum raus, der Baum, hoffentlich wird er bald gefällt, diese schlechten Wortspiele, die wir aus Schalke auch wieder gehört haben. Und Weinzierl hatte auch zum Schluss, ganz ehrlich, auch viele Weinzierl-Rausrufe waren zu lesen. Wie du gesagt hast, aufgewärmtes,
ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Du brauchst ja jetzt in dem Moment, brauchst du ja irgendjemanden, was mich persönlich am meisten stört, das sind die Gesichter unserer sportlich Verantwortlichen. Okay. Schau dir an, wie sitzt Heiko Herrlich auf der Bank. Schau dir an, wie sitzt sein griechischer Co-Trainer nebendran auf der Bank. Schau dir Stefan Reuter an, wie er überhaupt aussieht im Moment, wenn er das Interview danach gibt. Die sind alle unglücklich, offensichtlich unzufrieden. Das ist überhaupt keine positive Stimmung mehr in der Mannschaft. Und ich meine, Weinziel, einer der, ja, glaube ich, eher negativeren Menschen von seiner Art und Weise her, ob der da der Richtige wäre. Bei Manuel Baum weiß ich jetzt auch nicht, ob man den als Feuerwehrmann für den Rest einer Zeit verpflichten möchte. Ich glaube nicht, dass der FCA daran denkt, den für die Zeit nach der Pause auch nur annähernd irgendwie zu installieren. Also ich weiß nicht, ob es jetzt viel bringt, den Trainer zu feuern. Ich sage euch auch warum. Das eine ist, dass ich glaube, dass das eine Saison ist, und das hört man jetzt wahrscheinlich ungern, aber das ist eine Saison, durch die kannst du dich durchwurschteln. Also du kannst dich durch diese Saison noch durchwurschteln. Ja. Du wirst mutmaßlich nicht direkt absteigen können, einfach weil die zwei Mannschaften, die da unten noch ganz tief drin hängen, sehr wenige Punkte haben, und Schalke ist aus meiner Sicht abgestiegen und weg. Relegationsplatz ist jetzt gerade, was wir so spielerisch anbieten, durchaus eine Option. Da revidiere ich auch mein dummes Geschwätz von vor drei Wochen, als ich gesagt habe, da kann nichts mehr passieren. Ja, nee. Jetzt ist es tatsächlich ein Thema. Aber ich glaube, es ist möglich, sich durchzuwurschteln, und wenn es eine positive Sache an dieser ganzen Situation gibt, dann ist es, dass jetzt, spätestens jetzt, alle verstanden haben müssen, dass der FC Augsburg knöcheltief im Abstiegskampf steckt. Und dass das natürlich nochmal andere Reize freisetzen kann und nochmal andere Emotionen freisetzen kann, wenn man uns ums Überleben kämpft. Das ist nur leider natürlich nicht das, was die Mannschaft im Vorfeld unbedingt wollte. Und Maxi meldet sich mit einer Rockstar-Pose, ja, die sie sonst nur von meinem morgendlichen Yoga-Programm kennen. Ja, weil das, was du jetzt ja sagst, da fällt mir jetzt eben ein, die Interviews, die Heiko Herrlich und André Hahn nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky gegeben haben. Herrlich hat ja sich darauf kapriziert, dass die erste halbe Stunde super war, und Hahn hat versucht, Stefan Hempel zu erklären, wie viele Torchancen man sich rausgestellt hat. Habt ihr das gesehen, wie der Hempel ihn dann gefragt hat, welche Torchancen? Und dann stand Hahn, die müssen ja unten auf dem Feld stehen, und der Reporter steht oben, dann stand Hahn so und hat dann so hochgeschaut. Mich hat das so an Dings da erinnert, wenn irgendein Kind erklärt, was... Du darfst es nicht sagen. Ja, genau, was man nicht sagen darf. Und da habe ich eigentlich schon irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht doch was ändern sollte, weil noch nicht angekommen ist, in der Situation. Da gebe ich dir recht, aber das ist immer kurz nach dem Spiel, da sprichst du über das, was im Spiel passiert ist, da hast du einfach eine komplett verschobene Wahrnehmung, also auch Spieler haben da eine komplett verschobene Wahrnehmung. Ich möchte euch kurz noch erzählen, wie das Interview mit Flo Niederlechner letzte Woche gelaufen ist. Hatten wir ihn exklusiv in ATV Sport, und da habe ich ihn gefragt, woran es denn so liegt, also ob er es vielleicht mal ausführen kann, ein bisschen erklären kann. Oh, und da war halt auch wenig. Also da war wenig im Sinne von, wir wissen, wir müssen daran besser arbeiten, und wenn wir das machen, dann glaube ich, wird es so und so laufen, sondern das war so eine Gemengelage, in der er auch sich ganz schwer getan hat, irgendwas Positives oder irgendwas Zukunftsvisionäres auszustrahlen, sondern was dann kam war, ja, wir sind einfach nicht so gut wie Borussia Dortmund, wenn die ins Laufen kommen, dann haben wir keine Chance, und ehrlicherweise, das war so ein bisschen das, was er nach dem Spiel gegen Wolfsburg auch erzählt hat, und wenn es jetzt jede Woche das ist, was der FC Augsburg, der seit 10 Jahren in der Bundesliga spielt, nach Spielen erzählt, muss, nämlich zu sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber auch nach 10 Jahren sind wir nicht in der Lage, gegen Top-Teams einigermaßen zu bestehen. Ja klar, dann ist es natürlich eine Situation, in der man nicht jubilierend vorm Fernseher sitzt und sagt, yeah Jungs, ihr strahlt genau das aus, was wir wollen. Ganz, 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 ganz schwer. Und es könnte jetzt natürlich, jetzt unter normalen Umständen geht jetzt ein Ruck durch einen Verein, wissen alle, dass sie jetzt zusammenhalten müssen, wissen jetzt alle, dass es ums Überleben geht. Und ich persönlich wünsche mir, wenn wir jetzt bei der Zukunftsvision sind, ich persönlich wünsche mir, dass der Verein vielleicht sich auch Gedanken macht oder überlegt, wie Emotion von außen an die Mannschaft rankommen kann. In allen anderen Stadien, es ist alles natürlich für mich auch ein bisschen lächerlich, aber es ist halt nun mal die Situation. In allen anderen Stadien ist der Stadionsprecher im Stadion, der wenigstens ein bisschen Emotionen mit reinbringen kann. In anderen Stadien gibt es diese Pappaufsteller, ja, damit du ein bisschen weißt, hey, da stehen trotzdem Menschen hinter diesem Verein, also dieser visuelle Anker, den du vielleicht auch brauchst als Spieler, um mal zu wissen, für wen machst du das eigentlich gerade. Und
das alles fehlt mir und ich hoffe, dass der FC Augsburg jetzt die Zeichen der Zeit erkannt hat und da auch in diese Richtung vielleicht investiert, um da was hinzubekommen. Ein großes Zoom-Meeting, I don't know, aber irgendwas muss passieren, damit diese Mannschaft aufwacht und damit diese Mannschaft weiß, für wen sie, nicht nur für sich, sondern auch für die Fans, für die ganze Region, für wen sie sich die nächsten Wochen den Allerwertesten aufreißen wird. Davon gehe ich aus, dass sie das tun werden. Ob die spielerischen Mittel dann dazu reichen, in den nächsten zwei Spielen gegen Top-Teams Punkte zu holen, das ist eine andere Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt behaupte, wir regen uns unnötig auf? Weil wir ja gewusst haben, Leute, wir haben jetzt die ersten 4-5 Spiele gegen die Top-Teams, ja, Union Berlin haben wir ja Gott sei Dank gewonnen. Wir wissen auch, in dieser Saison können wir gegen die Großen einfach nichts ausrichten. So, jetzt haben wir noch zwei vor uns, Leipzig und Leverkusen. Auch da kann es nach hinten losgehen. Vielleicht gehen wir einfach jetzt mal davon aus, dann freuen wir uns umso mehr, wenn es doch einen Punkt gibt oder einen Sieg. Und dann kommt, oder müssen wir nach Mainz, so war das. Und dann geht es wirklich um die Wurst. Und wenn es dann nicht läuft, dann muss man sich natürlich ernsthaft Gedanken machen. Ich weiß, was du meinst, vielleicht machen wir uns dann zu spät Gedanken über, was weiß ich, Einstellung, neuer Trainer, wie auch immer. Aber könnten wir auch jetzt das noch zwei Spiele abwarten oder was glaubt ihr, ist es dann doch zu spät? Also erstmal vorab ist, wir müssen noch zwei Spiele abwarten, denn jeder noch so kurz damit befasste Fußballfan weiß, dass man vor Spielen, in denen man faktisch irgendwie der komplette Außenseiter ist, keine Personalien ändert, gerade nicht im sportlich verantwortlichen Bereich. Das würde ich auch nicht machen. Die Mainzer, die du vorhin angesprochen hast, die haben zum Beispiel jetzt, die haben sich ja komplett neu aufgestellt. Was haben wir gelacht über die Personalie Martin Schmidt als neuer sportlicher Leiter, als Sportdirektor. Heidel kam da wieder zurück. Gegen die spielen wir, das ist unser nächstes relevantes Spiel auf Augenhöhe. Ja? Und bei denen ist aber was passiert. Du siehst, diese Mannschaft, die vorher leblos war, die haben sich von ihrem besten Stürmer getrennt, von Mateta, weil der nicht mitgezogen hat. Die setzen auf Spieler, die Mainzer DNA und auch ein Trainerteam, welches die Mainzer DNA in sich verinnerlicht. Und das tun wir eben nicht. Ich finde, also wenn mich jemand fragen würde, ich würde abwarten bis zum Spiel jetzt gegen Leverkusen, würde schauen, wie das gelaufen ist und wenn es so gelaufen ist, wie ich das erwarte, dann würde ich handeln, weil, wie du sagst, Heiko Herrlich nicht die Personalie ist, die jetzt Leben in die Bude bringt. Das beweist er bei jedem Interview, das beweist er an der Seitenlinie, dann hat er halt ganz wenige Argumente, weil die Spiele so schlecht sind. Ich persönlich, mir wäre es zu riskant zu sagen, ich wurstel mich durch diese Saison. Okay. Weil wenn du mal in diesem Schalke-Move drin bist, wo du ein Spiel nach dem anderen verlierst, dann wird es echt richtig schwer. Und dann 5 Spieltage vor Schluss irgendwas zu machen, das ist halt dann auch vielleicht ein bisschen riskant. Ich finde es auch riskant. Also ich finde es auch riskant, natürlich sich in der Saison jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, geh weiter, da wursteln wir uns durch, das geht schon irgendwie. Natürlich, also das ist riskant. Aber es ist vielleicht in einer Zeit, in der Risikoabwägung jeden Tag nötig ist von jedem, vielleicht auch eine Risikoabwägung, die du treffen musst, um bis zum Ende der Saison dich halt eben durchzuwurschteln und dann zu sagen, so, dann stellen wir uns nach Ende der Saison wieder auf, weil die Tabelle im Moment noch keinen Anlass zum allergrößten Alarmismus hält. So, das ist ja das, was du sagst, Rolf. Ne? Also, dass man jetzt nicht durchdrehen muss, sondern wir wussten ja, dass es starke Gegner sind und so, dass man da verlieren kann. Und dann muss es halt danach so quasi laufen. Genau. Sicher. Und man darf auch davon ausgehen, also ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft keinen Punkt mehr holt in dieser Saison. Also dazu ist die Mannschaft an sich im Personal zu gut. Aber wir schießen nicht aufs Tor, wir schießen keine Tore. Was übrigens miteinander zusammenhängt. Das eine hängt, eines hängt vom anderen ab. Aber jetzt haben wir die nächsten Spiele nach Leverkusen, wie gesagt, in Mainz und dann nochmal ein Auswärtsspiel in Berlin. So, das wären jetzt mal zwei. Wenn du die gewinnst, dann schaut es ja schon wieder mal ganz anders aus. Wenn. Wir haben ja das einzige Spiel, das wir gegen Berlin gehabt haben, das haben wir ja verloren. Ja, mit 3-0, ja. Mit 3-0. Und Berlin hatte sich vorher nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, im Moment auch nicht. Nur da bei uns haben sie das geschafft eigentlich, da uns klar abzufertigen mit 3-0, würde ich mal sagen. Ja, Berlin hat eigentlich auch das gemacht, was ja viele Fans jetzt fordern. Sie haben versucht, die Berliner DNA ins Team zurückzuholen. Weg vom, wie heißt diese unsägliche Formulierung? Big City Club. Ja. Zurück zu einer Kampf
Kampfsau wie Paul Dardai, der mich übrigens die Härte halt unglaublich aufregt, wenn er Interviews gibt, aber das nur am Rande. Ich glaube auch, dass auch ein Spiel in Berlin mega schwer wird, weil vom Kader her, das brauchst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich würde aber gern mit euch trotzdem noch die nächste Personalie diskutieren, nachdem ich ja schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass Fee, ich glaube nicht, dass Weinzierl, ich glaube auch nicht, dass Baum eine gute Lösung ist. Hast du noch jemanden? Ich schließe mich auch an übrigens. Dann fangen wir bei Tom jetzt mal an. Okay, Tom? Weil Tom hat ja vorhin beim Reinkommen schon gesagt, es ist nicht allein der Trainer verantwortlich, weil der Trainer ist ja auch von irgendjemandem geholt worden. Und es ist im Moment tatsächlich auch so, wenn Stefan Reuter ein Interview gibt, dann ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da steckt das Feuer dahinter, das uns überall rausholt. Es ist jetzt eben die Frage, wie siehst du das? Viele sagen, Reuter hat es nicht geschafft, in seiner bisherigen Amtszeit in 10 Jahren einen vernünftigen Trainer nach Augsburg zu holen. Da wird geschimpft, da wird auch vergessen, dass er Manuel Baum aus der Jugend zum Cheftrainer gemacht hat. Das hat 2,5 Jahre funktioniert. Da wird auch vergessen, dass Weinzierl, den er vorgefunden hat, erst zu einem Bundesliga-Trainer gemacht hat. Ja, soll man den jetzt vom Hof jagen? Ich habe da auch Stimmen gehört und gelesen von Leuten, die selber ganz nah beim FCA dran waren, die jetzt Stefan Reuter in Frage stellen. Und ich würde einfach mal hören wollen, was ihr dazu sagt. Ich glaube, in so einer Situation steht zu Recht erstmal jede Position auf dem Prüfstand. Also muss man natürlich sich angucken. Das ist das Geschäft. Ja, weil das ist das Geschäft. Das ist das Geschäft und das ist gleichzeitig natürlich auch 10 Jahre Bundesliga. Also das passiert dir vielleicht im ersten Jahr Bundesliga nicht, ja, weil du im ersten Jahr Bundesliga sagst, naja gut, also das hoffentlich bleiben wir drin und mit viel Zittern und so, dann ist es noch was anderes. Aber wir müssen immer in diese Diskussionen mit einpreisen, dass der FC Augsburg im 10. Jahr Bundesliga ist und dass er schon mal in Liverpool war und dass es schon mal Dinge gegeben hat, die Anlass zu höchster Ekstase gaben. So. Und das ist natürlich das nicht zu löschen aus dem kollektiven Gedächtnis eines Vereins, aus dem kollektiven Gedächtnis der Anhänger dieses Vereins. Und natürlich, wenn es dann so läuft, wie es im Moment läuft und wenn so eine komplett ausdruckslose Vorstellung oder ausdruckslose Vorstellungen sich häufen und sich immer wieder auf dem Platz zeigen, ja natürlich gibt es da keine Position, darf es keine Position geben, die sich nicht hinterfragen muss und die nicht einen Plan vorlegen muss, wie er selber denn in der akuten Situation seinen Beitrag dazu leisten will. So, dass Stefan Reuter jetzt keinen anderen Spieler holen kann, ist klar. Dass Stefan Reuter nicht derjenige ist, der hinten raussprinten kann, wie er das früher gemacht hat, bei Bayern oder bei Dortmund und mit einem 100-Meter-Sprint und innerhalb von 7,5 Sekunden das Feld abmaßt, das geht natürlich alles nicht. So, also muss er vielleicht für sich seine Rolle neu definieren im Verein, dass Klaus Hofmann dem Präsidenten darlegen, wie er das denn haben will oder wie er das denn machen will, was denn die Aufgaben der anderen leitenden Angestellten sind und dann muss man da gemeinsam den Weg finden. Ich persönlich glaube, dass es einer Mannschaft immer gut tut und ich meine, er hat dem Trainer den Rücken gestärkt, er hat gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion, wir führen diese Diskussion nicht. Muss er ja auch, sonst kann er ja gleich feuern. Natürlich, ist ja auch alles richtig und das Geschäft, wir wissen auch, dass das Geschäft so ist, ich kann heute sagen, wir führen keine Trainerdiskussion und morgen den Trainer rausschmeißen und sagen, wir haben da doch eine Diskussion geführt. Aber warum passiert denn sowas immer? Das muss man ja auch mal erklären. Wenn der sich, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der nur irgendein Jota Gutes den letzten Spielen abgewinnen konnte. Aber wenn der sich danach an das Mikrofon hinstellt und sagt, oh, es ist schwierig, dann kann er ihm gleich die Papiere in die Hand drücken, weil es für einen Bundesliga-Trainer ja schon immens schwer ist, eine Mannschaft zu moderieren und zu kontrollieren, solange er noch die volle Rückendeckung hinter sich weiß. Sobald die Spieler merken, dass nur ein Jota davon irgendwie nicht mehr ist es Polen offen. Man darf ja nicht vergessen, alle diese Spieler, wie sie da sind, die sind alle zusammengeholt worden hier nach Augsburg, um dem Verein zu helfen. Das sind aber letztendlich alles Einzelkämpfer. Es geht jedem am Ende nur darum, selber auf dem Platz zu stehen, das Höchstmaß an Prämien am Ende für sich selber rauszuschlagen. Und die machen auch den ganzen Tag nichts anderes, als zu versuchen, an irgendwelchen Stellen des Vereins positive Zeichen für sich selber zu setzen und suchen diese Stellen sich auch. Und damit bin ich dann jetzt bei dem Thema, was ich sage, Reuter raus so quasi, was ja viele fordern. Ja. Warum spielt der FCA nach 10 Jahren immer noch in der Bundesliga? Ich echauffiere mich gleich, ich kriege schon schlecht Luft. Du, alles in Ordnung, lass dir Zeit. Ich weiß es aus meiner Zeit, dass das Einzige, was den FCA von ganz vielen anderen Clubs unterschieden hat, war die innere Geschlossenheit. Dass eben keinen gibt, der innerhalb der Führungsriege die Spieler empfängt und sagt, hey, Dani, du spielst im Moment nicht. Ach, scheiße, ja klar, der Trainer ist ein Idiot. Das sage ich auch, aber lass mich mal machen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dann kommt der Nächste. Und wenn du dann eine schwache Person bist, dann willst du natürlich, dass alle Spieler dich mögen. Ja.
Ja? Und es ist total schwierig für jemanden, der da im Management sitzt, sich hinzustellen und zu sagen, was willst du überhaupt hier? Wenn du ein Problem hast mit dem Trainer, dann geh zum Trainer. Wenn du aber jetzt lauter solche Leute installierst, die einfach nur auf ihrem Karrierelevel ein bisschen höher kommen wollen, verlierst du diese innere Geschlossenheit. TSV 1860 München, Kaiserslautern, mhm. Hamburger Sportverein, der VfB Stuttgart steht vor einer Zerreißprobe, genau mhm. wegen sowas. Mhm. Und wir haben einen Manager, der in den letzten 10 Jahren es geschafft hat, dass wir finanziell gut dastehen, ohne sich irgendwie selber zu bereichern und so weiter. Und das sollte man nie vergessen, was die Zukunft des FCA angeht. Da bin ich absolut bei dir, weil was da in den letzten 10 Jahren, das vergisst man halt immer sehr schnell, was vielleicht nicht alles geglückt ist, aber das meiste hat doch funktioniert. Das und wir soll haben natürlich ja, keine Jobgarantie für ihn jetzt sein für die nächsten 100 Jahre, gar nicht. Natürlich, aber wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Es war Ziel in dieser Saison, neue Typen zu installieren. Wir haben oft drüber gesprochen, Daniel Bayer weg, wer auch immer in den letzten Jahren da war, von Bobadilla über Tobi Werner, das sind die Typen, über die gesprochen wird. Wo sind die Typen geblieben? Caligiuri war am Anfang der Saison genau der, den wir brauchen, hat das genau gemacht, wie wir das uns erwartet haben. Ich sehe ihn auf dem Platz, er macht und tut, aber richtig auffallen tut er mir jetzt im Moment auch nicht mehr. Was natürlich auch wieder an starken Gegnern liegt. Wir brauchen ja nicht drum rumreden. Wir haben im Moment gegen die Oberen, in Anführungszeichen, keine Chance mehr. Das sieht man bei den ganzen Spielen jetzt. Wo sind die Typen geblieben? Die sollten installiert werden und das hat ja Stefan Reuter und die Führungsetage gesagt, die brauchen wir. Mentalitätsmonster, wie du sagst, die sind jetzt bei Mainz hat man ein bisschen was gemacht, bei Hertha hat man jetzt ein bisschen was gemacht. Ja, und es ist aber genau das Spannende. Also jetzt, also gehen wir mal davon aus, dass die normalen Mechanismen des Geschäfts greifen und der Trainer halt einfach gehen muss, so, weil Bilanz halt nicht passt. Okay. Fertig. Ja. So, was hast du dann? Dann hast du weiterhin eine Mannschaft ohne, also hast du weiterhin eine Mannschaft, die keine Typen hat. Deswegen, also ich finde diese Diskussion über einen Trainer finde ich halt einfach ein bisschen schwierig, wenn man weiß, wer eigentlich auf dem Platz eben durchaus in der Lage sein sollte, die taktischen Voraussetzungen, taktischen Grundordnungen umzusetzen mhm. und natürlich auch die eigene Mentalität aufs Spielfeld zu bringen. Und ich sage jetzt ganz kurz, wie ich diese Situation oder diese Saison wahrgenommen habe. Am Anfang relativ glückliche Siege, so zwei Spiele, wo man gedacht hat, ach ja, irgendwie lustig, läuft in dieser Saison ja doch besser, als man gedacht hat, in dieser Corona-Geschichte, mit einem Spiel, in dem wir noch im Stadion waren und irgendwie noch lustig gedacht haben, ach, das wird doch alles irgendwie vielleicht doch schneller, als wir denken, so, ja, einen dicken Scheiß wurde es schneller, als wir denken, sondern es ist halt einfach immer noch schlimmer geworden, sowohl mit dem Virus, als auch mit der Situation, mit denen sich der Verein auseinandersetzen musste. So, und dann kam nach einer ganz guten Phase, kam die Geschichte auf, hey, aber fußballerisch sind wir noch nicht so geil. Fußballerisch müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Mhm. Und dann hat Heiko Herrlich gesagt, ah ja, okay, fußballerisch müssen wir noch ein bisschen drauflegen, dann stelle ich mal um auf Fünferkette, weil dann sichern wir ein bisschen mehr ab und haben aber gleichzeitig so ein bisschen die Stabilität, die ich haben will, um Punkte zu holen, aber uns spielerisch zu entwickeln. Das hat 0,0 funktioniert. Ja. Erst dann jetzt zurück zur Viererkette und dieses Changieren zwischen den verschiedenen Systemen, in denen sich unterschiedliche Spieler unterschiedlichen Aufgaben widmen müssen, schafft keine Konstanz in der Leistung der Spieler und schafft auf der anderen Seite natürlich eben bei den Spielern auch nicht das Gefühl, dass sie Verantwortung auf dem Platz übernehmen können, weil sie immer in der gleichen Rolle sich befinden, sondern sie befinden sich Woche für Woche in einer anderen taktischen Ausrichtung, anderen taktischen Rolle. So, damit beraubst du als Trainer, beraubst du dich deiner Stärken in der Mannschaft, weil du die Jungs teilweise eben so sehr rumschiebst, dass sie nicht mehr wissen, wie kann ich denn der Mannschaft gerade helfen. So, das ist passiert. Damit, da kommst du aber, also meine Meinung, da kann man rauskommen. Das Allereinfachste, das ist deine Aufgabe, nur das will ich von dir sehen, die einfachen Dinge wieder richtig machen, zurück zu den Basics, Zweikämpfe führen, Bälle spielen, Luftzweikämpfe gewinnen, Standards vernünftig ausführen, sich in jeden Standard reinwerfen, so, und dann kann man sich aus so einer Situation auch wieder rausarbeiten und das ist meiner Meinung nach trainerunabhängig, weil das die Basiselemente sind, die in jedem Spiel funktionieren müssen. Ob dann die taktische Ausrichtung, die taktischen Kniffe, die der Trainer vorgibt, von dem anderen Trainer ausgecoacht werden, das ist natürlich auch eine Option. Es steht auch immer ein Gegner auf dem Platz, gar keine Frage. Aber das, was ich selber beeinflussen kann, als Spieler eines Teams, das muss ich machen. Da muss ich an die Grenzen gehen und da muss ich versuchen, all das reinzuwerfen, was geht. Auch mit Lautstärke,
auch mit der Verantwortung, auf dem Platz verbal voranzugehen. Als erfahrener Spieler, ich erwarte es nicht von dem Ruben Vargas. Ich erwarte es auch nicht von dem Marco Richter, nicht mehr, weil ich glaube, er ist nicht der Typ dazu. Ich erwarte das von einem Caligiuri, ich erwarte das von einem Jeffrey Howelio. Ich erwarte das von den Jungs, die schon sehr lange in diesem Profibusiness sind. Aber, keine Frage, ich sehe keine Achse in dieser Mannschaft, ich sehe keine klare Führungshierarchie, ich sehe keinen auf dem Platz, der die Verantwortung in Gänze übernimmt und den Jungs sagt, was sie in welcher Situation tun sollen. Alle haben mit sich selber zu tun. Das ist kein gutes Zeugnis, gar keine Frage. Ich glaube nur, man kann sich auch daraus rausarbeiten und es hängt nicht von einer alleinigen Trainerpersonalie ab. Ich glaube schon, um dieses Seufzen ja, zu... Ja, jeder hat seine Meinung. Denn ja, als Gegenbeispiel dafür würde ich jetzt einfach mal sagen, auf einem ganz anderen Niveau, was ist beim FC Bayern passiert, als Niko Kovac da war. Ja. Die Mannschaft hatte keinen Bock auf ihn, weil er ihnen zu gockelig war. Ja? Mhm. Und man hat den rausgetan, hat meiner Meinung nach mit Hansi Flick einen geholt, der sich bisher in keinster Weise irgendwie als Cheftrainer für so ein Unternehmen qualifiziert hatte, aber er versteht es einfach gut, dieses Team zu moderieren. Und genau darum geht's. Und wir haben ganz am Anfang schon mal drüber geredet, bei Heiko Herrlich kommt immer wieder der gleiche Satz, das was auf dem Wappen, das auf dem Trikot ist viel wichtiger als der Name. Und eine Mannschaft müsst ihr sein und ein Team müsst ihr sein. Wenn sowas funktioniert, dann freunden sich die Spieler irgendwann damit an. Wenn sowas aber nicht funktioniert, dann denken die sich wahrscheinlich jeden Tag, wenn sie in die Arbeit kommen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Und wenn ich dann noch die Fresse sehe dazu, irgendwie diese unglückliche, traurige, ratlose Visage, dann kann ich mir vorstellen, dass der Spaß an der Arbeit einfach im Moment nicht gegeben ist. Und dazu ist denen doch allen scheißegal, ob sie beim FC Augsburg spielen oder sonst wo. Die haben halt dann einfach keinen Bock mehr. Und der Impuls kommt nicht von den Spielern, außer du hast das Glück und es kommt vielleicht einmal in 20 Jahren vor, dass du eine Einheit hast, eine Mannschaft, auf die du dich voll verlassen kannst. Sowas entwickelt sich auch, aber das ist nicht die Normalität. Aber wer haut denn jetzt auf den Tisch? Wer muss denn jetzt was machen? Also... Ich? Du. Wir redest ja schon. Ja, klar, also, die ganze Zeit. Ja. Wir warten die nächsten zwei Spiele ab und dann suchen wir nach. Und dann haben wir jetzt schon eine Lösung im Hinterkopf, die wir dann präsentieren. Und dann gehen wir mit neuem Elan in den Rest der Saison. Aber das ist schon eine schwierige... Weil es muss ja irgendeiner mal sagen, ey, wir sind gerade richtig schlecht. Ja, also ich finde schon, dass man sehr, sehr offen und sehr ehrlich mit dieser Situation umgehen muss. Und, haben wir das gehört bisher? Nein, haben wir nicht. Und das ist das, was das ist das, ja was, das, was du ich sagst, vorher ne? gesagt habe ja. mit Flo Niederlechner, der versucht, Erklärungen zu finden für Dinge, die du nicht erklären kannst oder wo es halt ganz schwer oder wird. Oder was du halt noch in der Öffentlichkeit nicht sagen willst oder darfst. Ja, aber dann sind wir doch genau an dem Punkt. Also dann können wir uns jetzt darauf einigen, dass es einen neuen Impuls braucht. Sehe ich auch so. Ich bin bis zu dem Tag, an dem ein Verein den Trainer entlässt, finde ich, dass man diesem Trainer aus Respekt vor seiner Arbeit und vor dem, was er nun mal als Mensch darstellt, die Möglichkeit geben soll, den Bock umzustoßen, die Dinge in eine andere Richtung zu lenken. Deswegen bin ich kein Fan, vorverurteilend oder voreilig zu sagen. Das ist jetzt aber schon eine Nachverurteilung. Ja, ich weiß schon. Also ich bin halt einfach kein Fan davon zu sagen, hey, da müssen Köpfe rollen und da muss irgendjemand gehen, weil es gibt nur einen Schuldigen. Glaube ich halt nicht. Und ich denke, wenn wir die letzten Trainerstationen des FC Augsburg uns anschauen, dann war das auch nicht der Alleinschuldige, sondern dann hatte die Mannschaft oder hatte der Verein oder hatte das Klima im Verein oder hatte vielleicht auch das, was davor im Verein passiert ist mit vielen Erfolgen und so, vielleicht auch seinen Anteil daran. Es muss in dieser Saison der Klassenerhalt sein, mehr braucht's nicht. Wenn das am Ende klappt, dann stehen wir da und sagen, danke für eine Nullsaison, danke für keine Weiterentwicklung, danke für nix. So, dann halt einfach dann nächstes Jahr halt gucken und halt ein 11. Jahr Bundesliga und Maxi sperrt sein Elfer wieder auf und 11. Jahr Bundesliga und das ist eh nicht alles. Wir haben große aber darf Partys ich das schnell einhaken? Das haben ja die Fans, sagen ja auch, ich lese das, das sagen wir jedes Jahr. Ja, und irgendwann sag's doch auch jedes Jahr. Ja. Ja, aber muss denn jetzt mal irgendeiner von oben sagen, Leute, jetzt, wir sind noch nicht
abgestiegen, das ist mir schon klar. Wir sind auch noch nicht auf dem Relegationsplatz. Das kann alles noch gut werden. Das kann alles passieren. Aber so geht es nicht weiter. Wir müssen das und das machen. Wie du sagst, ein Impuls. Aber welcher kann es sein? Du bist beim noch zwei Spiele warten, dann doch Trainer vielleicht? Ja, um kurz auf das zu antworten, was der Tom gesagt hat, er hat völlig recht mit dem Respekt vor Menschen, mit dem Respekt vor der Arbeit, die jemand bisher geleistet hat. Aber ja, natürlich. Da geht es ja auch nur um die Außendarstellung. Ich meine, ich kann das ja sagen, weil ich bin ja hier ein kleiner Sportwirt, der nur seine Meinung kundtut, aber die Verantwortlichen des Vereins können es eben leider nicht machen, dass sie warten, hey, du bist jetzt unser Mann bis zu dem Tag, an dem du die Papiere kriegst. Das wäre nämlich absolut unverantwortlich. Die müssen ja natürlich überlegen, was ist, wenn wir uns für einen neuen Trainer entscheiden, dann muss ja ein neuer kommen, dann müssen ja Gespräche geführt werden. Das ist ja auch der Grund, warum in der Branche gelogen wird, bis sich die Balken biegen, weil es gar nicht anders geht. Das ist übrigens ein Grund, warum ich in der Branche nie wieder arbeiten wollen würde. Mhm. Weil du musst ja wirklich den Leuten absolut das Gegenteil von dem, was du im Kopf hast, ins Gesicht lügen, um deinen Verein zu schützen. Das geht ja gar nicht anders. Das geht los mit den Spielern, die ab Dezember bei dir im Büro stehen und wissen wollen, ob sie eine Vertragsverlängerung kriegen, weil der Vertrag ausläuft. Denen musst du natürlich sagen, klar, also wir können da jetzt noch nicht drüber reden, dieses Jahr wegen Corona, letztes Jahr wegen sonst was, aber entscheiden tun wir dann im April, weil du willst ja, dass der bis zum Ende des Tages Gas die Leistung gibt, abruft für dich, weil der ja sonst keinen Bock mehr hat und deswegen musst du den anlügen. Das ist mir tausendmal passiert, das ist der Horror in dem Geschäft und so läuft es halt da auch. Ich bin gespannt, mir wäre es persönlich auch, nee, es stimmt nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, mir wäre es am liebsten, es läuft in der Konstellation weiter und wir steigen am Ende glücklich nicht ab, dann ist es mir zu wenig, weil mir ist meine Zeit mittlerweile zu schade, den Kack anzuschauen. Ja, das Problem ist schon, dass der Turnaround, das müsste schon ein großer Turnaround sein. Also ich meine, Heiko Herrlich hat 0,0 Lobby bei den Fans, absolut null. Mhm. Ich habe jetzt niemanden gehört, auch im privaten Umkreis und bei Gott, da gibt es viele Menschen, die es gut mit dem FC Augsburg meinen, aber da hat jetzt keiner gesagt, Heiko Herrlich, musst du dran festhalten. Es gibt auch die Stimmen, die, so wie ich sagen, das ist nicht der allein Schuldige, aber mein Gott, also am Ende muss halt... Meistens ist es dann der Trainer. Ja, aber am Ende muss natürlich was passieren und natürlich ist der Impuls der, dass der leitende Angestellte ausgetauscht wird, um dieser Mannschaft eine neue Idee oder eine neue Art Fußballspielen mit auf den Weg zu geben. Ich finde es halt, es ist wirklich eine triste Saison, es ist eine ganz graue Saison, es ist aber leider, und das ist eben auch für mich ein größeres Thema, das wir an anderer Stelle vielleicht noch vertiefen könnten, es ist leider auch so ein bisschen die Fortsetzung dessen, was wir die letzten Jahre schon gesehen haben. Also es überrascht mich gar nicht so wahnsinnig, dass diese Saison so unemotional, so kalt daherkommt. Und ich habe das in den vergangenen Tagen mit ein paar Freunden auch gesprochen. Ich habe das Gefühl, dieser Verein strahlt im Moment keine Wärme aus. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Dass die Wärme zwischen Fans, und ich weiß, das ist im Moment schwierig, aber so dieses verbindende Element, das ist uns, glaube ich, nicht in der Saison abhanden gekommen. Diese Corona-Krise deckt alles schonungslos auf, was vielleicht in den Vorjahren vielleicht schon gar nicht mehr so wahnsinnig super gelaufen ist. Und ich mache da auch da nicht alleinig irgendjemandem einen Vorwurf, weil das ist schwer, wenn du schnell Erfolg hast in diesem Geschäft, dann immer auch die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, die richtigen Weichen zu stellen, zur richtigen Zeit in den Nachwuchs zu investieren und nicht in die Profimannschaft zum Beispiel. Also das sind alles so Dinge, die viel größer sind als das, was wir im Moment tagtäglich besprechen. So, aber es ist für mich eine Fortführung dessen, was wir die letzten Jahre so ein bisschen gesehen haben, und das überrascht mich nicht so wahnsinnig. Es ist leider schade und es ist eben sehr grau, und die graue Maus der Liga zu sein ist echt kein schönes Gefühl, glaube ich, aber auch nicht für einen Spieler. Und deswegen, als Spieler würde ich mich in der Früh ins Trainingszentrum begeben und sagen, hey, Grütze, fix, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind nicht die graue Maus der Liga. So, wir reißen uns den Arsch auf, wir kriegen das alle machen, ne? Du würdest übrigens an jedem Spiel auf der Tribüne sitzen, wenn überhaupt, weil du 7 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen bist. Ja. Das kostet richtig Geld. Ja gut, aber ich würde, falls es so wäre, würde ich auch mir einen Mercedes AMG 387 leisten können. Ja, sicher. Der hätte natürlich eine Standheizung, die stets dann... Und du wärst pünktlich, auch im Winter. Und Spiel würdest du im Auto anhören. Nein, natürlich wäre ich nicht pünktlich, Gott im Himmel, aber es seid ja auch nur ihr. Wir stellen fest, wir haben eigentlich auch keine Lösung für das Problem. Jeder hat seine Gedanken und die Fans haben auch ihre Gedanken. Mir ist das auch immer ein bisschen zu einfach. Reuter raus, das höre ich schon Jahre, und Trainer raus hören wir auch schon immer.
ich bin der Meinung, wir warten jetzt bitte die zwei Spiele ab gegen die beiden Mannschaften, wo wir wahrscheinlich wenig Chancen haben, in Leipzig und zu Hause gegen Leverkusen. Ich freue mich, wenn es anders kommt. Rolf, bevor du jetzt abmoderierst, ich habe noch eine Bitte. Hast du noch eine Bitte? Ich würde gerne noch jemanden grüßen. Darf bitte ich? Schön. Ja, sicher. Und zwar würde ich gerne die Nadine, heißt sie, glaube ich. Gell? Ja, die Nadine, die deinen Kaffee immer macht. Sie hat mir heute wieder einen Kaffee in der fetten Eulentasse gebracht. Ja. Und ich bin so dankbar, das soll sie auch mal wissen. Nadine freut sich, wenn sie jedes Mal im Podcast vorkommt. Bestimmt. Da steht die voll drauf. Aber ob sie die eine Stunde und 85 Minuten durchhält, bis es zu dem Gruß kommt, das ist halt die andere Frage. Ja, auf jeden Fall ist die FC Bayern-Tasse wieder aufgetaucht. Wenn ihr in den letzten Folgen die FC Bayern-Tasse gehört habt, sie ist wieder da. Gott sei Dank. Tom hatte sie nicht zu Hause. Jetzt hast du mich eigentlich ein bisschen unterbrochen. Ich wollte gerade noch was erzählen, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Dann warten wir jetzt mal das Spiel gegen Leipzig ab am Freitag. Oh mein Gott, wann treffen wir uns dann eigentlich zum Podcast wieder? Montag? Mir egal, ich habe immer Zeit. Ja. Ich komme immer zu spät. Ja, du kommst eh zu spät. Weil wie viel haben dir denn geschrieben, wo der Podcast bleibt? Weil wir ja normalerweise am Montag abliefern. Ganz viele. Ganz viele mir auch. Und ich möchte auch gar nicht hier öffentlich sagen, was die alle geschrieben haben. Jetzt nicht wegen unserem Podcast, sondern wegen den Dingen, die wir gerade erörtert haben. Ja, ja. Wie oft fiel das Wort fette Eule? Hoffentlich haben wir alles behandelt. Ja, es war der Super Bowl schuld. Ihr beide habt geguckt. Ich kann ja nicht, weil wenn ich komme in die Sendung in der Früh am Montag, da ist gerade irgendwie aus und ich schaue mir dann die Halbzeitshow an. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich bin Football-Depp. Mich interessiert es nicht, mich packt es nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Und es gibt viele Leute, die immer sagen, ja, diese Amerikanisierung da mit dem Weihnachtsmann, Santa Claus und Halloween, das könnt ihr euch doch in die, was weiß ich, und dann aber Football gucken. Das liebe können ich wir alles bei Humor. Thanksgiving, bei der Thanksgiving ganz genau, ohne Ende kommt diskutieren. Auch noch dazu. Ja, und dann aber Football und sich beim Discounter noch die Bagels holen, weil die ja auch mittlerweile auf den Football-Zug aufgesprungen sind. Ich persönlich ich verstehe jeden, der das anschauen will, Gottes Willen. Nein, also das ist etwas, die Leute, die Super Bowl gucken, sind für mich lächerliche, durchamerikanisierte Trottel. Und man muss natürlich am Mummeltiertag Pankster Tony Phil auch noch gucken. Ja. So, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und selbstverständlich jeden Tag einmal Buffalo Bill rufen, damit man wirklich durchamerikanisiert ist. Nein, Quatsch, das ist doch. Also, es ist, finde ich, ein großes Sportereignis. Ja, ja. Mit völlig überschaubarer Qualität gewesen. Mich hat es auch zur Halbzeit in den Schlaf gezogen so und ich habe nichts verpasst. Ja. Ja, natürlich war das, mein Gott, hat man sich halt wieder mal eine Nacht um die Ohren geschlagen, die einem keiner mehr zurückgibt, aber ehrlicherweise, das hätten wir gerne in den Kneipen dieser Stadt in den letzten Monaten getan, deswegen diese eine Nacht drauf geschissen. Rekordzuschauerzahl, über 2,2 Millionen in Deutschland haben das angeguckt. Ehrlich? Also es ist wirklich ein deutscher Rekord. Richtig, ich dachte, das wäre also schon mehr. Ja, ja, also verhältnismäßig ist ja jetzt keine Randsportart, aber dann doch nicht so. Wenn man es mit den 125 Leuten vergleicht, die wahrscheinlich das Einzelticket für Augsburg gegen Wolfsburg gebucht haben, ist es natürlich schon immens. Die 23, die den Podcast hören. Oh ja, stimmt. Ja, 25 sind es. Jetzt sind es noch weniger, weil wir doch schon relativ lange labern. Also komm, Schluss jetzt. Dann sage ich Servus. Wir hören uns dann am Montag wieder, gell? Genau. Jo. Ciao, Servus. Ciao.